diesem Video betrachten wir die Funktion Rezertifizierung in Tenfold. Die Rezertifizierungsfunktion dient dazu, die Berechtigungen der Benutzer in regelmäßigen Abständen durch den Verantwortlichen kontrollieren zu lassen. Das stellt sicher, dass einmal vergebene Berechtigungen durch den Verantwortlichen entfernt werden können, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Dieser Vorgang gehört im Rahmen der Compliance mittlerweile oftmals zum Pflichtprogramm. Ihn jedoch ohne Systemunterstützung durchzuführen, bedeutet einen hohen manuellen Aufwand in Excel sowie eine entsprechend hohe Fehleranfälligkeit. Die Rezertifizierung wird über Richtlinien konfiguriert. Ich bereite nun eine Richtlinie vor, welche für die regelmäßige Kontrolle der Berechtigungen im Active Directory und auf den Fileservern sorgen soll. Hier kann unter anderem eingestellt werden, wie oft die Überprüfung der Berechtigungen erfolgen soll. Für den Zweck dieses Videos lasse ich nur das manuelle Starten der Rezertifizierung zu. Die Dauer legt fest, wie viel Zeit die Verantwortlichen für die Bearbeitung ihrer Aufgaben zur Verfügung haben. In der Richtlinie kann man auch einstellen, welcher Personenkreis von der Rezertifizierung erfasst sein soll. Man kann beispielsweise nur bestimmte Orgeinheiten berücksichtigen oder bestimmte Orgeinheiten explizit ausschließen. So kann man unter anderem strengere Richtlinien für besonders schützenswerte Abteilungen festlegen. Für meine Richtlinien möchte ich grundsätzlich alle Benutzer im System berücksichtigen. Abschließend konfiguriert man, welche Systeme von der Rezertifizierung umfasst sein sollen und wie mit den gemachten Änderungen umgegangen werden soll. Ich füge nun den ersten Bereich hinzu. Der Bereichstyp ist Active Directory. Verantwortlich für die Rezertifizierung dieses Bereichs ist der Dateneigentümer der jeweiligen Active Directory Gruppe. Wird ein Eintrag durch den Verantwortlichen nicht rezertifiziert, konfiguriere ich, dass Tenfold die Berechtigung automatisch löschen soll. Wenn die maximale Dauer des Prozesses überschritten wird, soll hingegen keine Aktion gesetzt werden. Für die Durchführung und den Durchführungszeitpunkt wähle ich jeweils die Standardeinstellung. Werden durch die Nicht-Rezertifizierung einzelner Berechtigungen Löschrequests für diese Berechtigungen ausgelöst, so sollen diese automatisch genehmigt werden. Das bedeutet, es gibt für diese Requests keinen zusätzlichen Workflow. Ich füge nunmehr den zweiten Bereich hinzu, und zwar den Bereich Fileserver, bei dem ich grundsätzlich dieselben Einstellungen wie für das Active Directory wähle. Abschließend speichere ich die Richtlinie. Nun ist die Richtlinie schon bereit für die Verwendung. Über das Menü kann ich sie nun manuell starten. Sobald der Prozess erfolgreich gestartet wurde, werden die Verantwortlichen per E-Mail aufgefordert, ihre Rezertifizierungsaufgaben zu bearbeiten. Die Bearbeitung geschieht in einer übersichtlichen Matrix, in der je nach Konfiguration die Spalten die Berechtigungen und die Zeilen die Benutzer darstellen. Durch einen einfachen Klick auf das Häkchen behält der Benutzer die Berechtigung, durch einen Klick auf das X wird die Berechtigung im Anschluss automatisch entzogen. Selbstverständlich können nicht nur Berechtigungen in Active Directory und Fileservern überprüft werden. Auch die Rezertifizierung von beispielsweise Berechtigungen in ERP-Systemen ist möglich. Dieses Beispiel zeigt dies anhand von Rollenzuordnungen in SAP. Rollenzuordnungen, die automatisch auf Basis eines Profils hergestellt wurden, werden entsprechend gekennzeichnet. Viele Organisationen haben kein Konzept, wie sie mit firmenexternen Benutzern umgehen sollen. Diese werden häufig nicht deaktiviert, wenn sie nicht mehr benötigt werden. So können Personen mitunter noch jahrelang unkontrolliert von extern auf wichtige IT-Systeme zugreifen. Die flexiblen Richtlinien erlauben es, dass auch Benutzerkonten als Ganzes regelmäßig überprüft werden. So kann der interne Ansprechpartner regelmäßig seine externen Mitarbeiter auf Gültigkeit überprüfen und die Zugriffe von außen werden zeitnah gesperrt. Mit der Übersichtsmaske kann der Auditor anschließend im Read-Only-Modus jederzeit sowohl einen Überblick als auch detaillierte Informationen zu jedem Überprüfungsprozess erhalten. Die Rezertifizierung unterstützt im Rahmen von Audits enorm. Im Vordergrund steht jedoch die Datensicherheit an sich. Durch die regelmäßige Überprüfung von Berechtigungen mit Hilfe von Tenfold können Sie die Sicherheit Ihrer Daten nachweislich verbessern.